Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 7.7.2021. Und unser DAX ist zum Dienstag ein bisschen abgesoffen. Der Hanging Man von gestern ist zum Tragen gekommen. Wir hatten darüber gesprochen, dass er steht. Gleiche Ausgangslage wie am Vortag. Oben die 7.10 wichtig, unten wichtig zu beweisen, dass es weitergehen kann. Sollte uns schön nach unten reindrücken, gleich von Anfang an, direkt nach unten. Das hat er getan. Na, haben wir gestern zwar ein kürzeres Video gemacht, aber ja, manch einer fällt es halt trotzdem schwer, denn da alles rauszuhören. Ne? Manch einer, der hört immer bloß die Hälfte und beschwert sich dann, dass der DAX doch gar nicht gestiegen ist, wie es in der Analyse besprochen wurde. Kann ich, glaube ich, auch so oft wie möglich sagen. Und manche wollen es nicht verstehen oder können es nicht verstehen oder weiß ich auch nicht. Ich denke, wir brauchen da jetzt nicht weiter drauf eingehen, nicht so viel Zeit für einzelne verplempern. Ich denke, der Großteil hat das mitbekommen, hat das auch erkannt, dass der eben nicht oben über 7,10 rausgeschlagen ist, dass er eben nicht die 6,70 überwunden hat, sondern dass er konstant nach unten getrieben hat. Hat dann einen Rücklauf gemacht, da muss ich zugeben, der war ein bisschen fies gewesen, der war ein bisschen unnötig hoch. Weiß nicht, ist. Ich will nicht sagen, dass es unsauber gewesen, weil bis 6,35 hätte er durchaus hochgekonnt, aber das sah schon wirklich danach aus, wie als will er mit den Amerikanern oben rausziehen. Ne? Also hat sich das sehr, sehr, sehr hochgezickt. Dann haben die aber auch mal ganz schön nach unten kurz einen Schluck genommen und schwuppdiwupp ist der Kahn hier ein bisschen abgesoffen. Wir sind aus dem Trend raus, damit hat sich ja auch ein mögliches Dreieck erstmal im Ausbruch unten gezeigt. Ist bei Dreiecken immer so eine Sache, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ganz konkret halt, wenn man es hier rüber zieht, ja. So und so, ne? Also nicht den Trend von hier unten, sondern einfach von hier ausgehend hoch und dann hier rüber hätte man quasi einen Dreieck. Das hat er nach unten gelöst. H30 sind immer so eine Sache, die lösen ganz gerne erstmal unsauber auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite, dann doch wieder auf der anderen Seite aus. Mir ist der Trend hier erstmal wichtiger, weil wir haben ja durchaus eine steigende Dreieckbildung gehabt auch. Ne? Haben wir gestern darüber gesprochen, dadurch, dass die Tiefs immer höher kommen. Das ist deswegen unheimlich wichtig. Ne? Deswegen haben wir das auch immer wieder betont, dass er dann eben runtergeht. Und bestimmt dann eben auch jetzt durch im nächsten Anlauf, weil er einfach zu oft schon auf der Trendlinie rumgetanzt hat. Das hat er getan. Sollte die 5,10 erreichen und wenn er dann da drunter bricht, auch deutlich tiefer. So, da hat er sich jetzt noch ein bisschen gescheut. Da wollte er jetzt noch nicht zu sehr aus der Deckung gehen, damit die Leute noch ein bisschen so diese, naja, wird eh wieder hochgekauft, Stimmung behalten, ne, und nicht alle gleich Short drin haben. Und das ist ihm sehr wichtig momentan. Man merkt es, dass er sich immer wieder bemüht, in bestimmten Stellen, wo erhöhtes Short-Interesse aufkommt, einfach erstmal wieder in die andere Richtung zu laufen. Denn er sich die ganzen letzten Tage schon immer viel Mühe gegeben, das immer wieder rauszutreiben, zurückzudrücken. Wo, naja, finde ich das vollkommen okay, wie er das gemacht hat. Er ist hier im Rückzug auf jeden Fall unter den letzten Tiefs geblieben, unter der 5,50 geblieben. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das ist auch gut. Das signalisiert nämlich Schwäche. Ah, im Handelstag auf jeden Fall vom Dienstag hat sich zum Nachmittag noch mal neue Tiefs reingegeben und theoretisch am Mittwoch damit jetzt Falltüre geöffnet halt. Also 4,60, 4,10 und 3,50 wären zum Mittwoch möglich und erreichbar, wenn er anfängt unten rauszuarbeiten. Ja, ganz klar. Also definitiv, dass da die Chance hat er jetzt. Dafür steht der Trigger noch da. Der Trigger ist noch nicht umgeschlagen, kann aber jetzt umgeschlagen werden. Ja, ohne Frage. Und dann hätte er DAX gut Platz, den er nutzen kann. Ja. Kann sogar ein bisschen tiefer auch gehen, wenn er will. 270, das ist alles möglich. Bis er Trendlinie letzte unten hat er jetzt hier erstmal Spielraum. Wichtig wäre halt, dieses Tief einmal rauszuboxen, ja, dass er da auch ein tieferes Tief hat. Und dann wäre das schon ganz schick. Bisschen aufpassen würde ich so auf dem Niveau, wo hier vielleicht das 61er Retracement liegt. Das wird so etwa in dem Bereich liegen. Wahrscheinlich war er sogar dran. Wir können es mal ganz genau hinlegen. Und ich ziehe das relativ selten, deswegen habe ich es hier nicht mal in der Schnellauswahl. Wenn wir das hier hochziehen, ja, war genau schon dran, ja. Gut, okay. Dann hat sich es aber wahrscheinlich auch schon erledigt, weil da hätte ich gesagt, sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, da er sehr korrektiv momentan arbeitet und auch runter zu sehr korrektiv arbeitet. Ne? Also dieses ganze Geschmiere, was er hier zur Seite wegschiebt, das ist nun keine impulsive Abwärtsbewegung, zumindest noch nicht. Und sowas zuckt halt immer mal ganz gerne am 61er, aber da war er jetzt schon gewesen. Ja, von daher Thema erledigt, Hammer durch. Braucht demzufolge dann eben zum Mittwoch nicht mehr Beachtung. Das heißt, wenn er anfängt, hier durchzuklickern nach unten, gute Karten halt, ne? Also 5,10 unten rausnehmen, dann wäre die 4,60 dran, nimmt die 4,60 raus, ist die 4,15 dran, 4,20 dran.
Das fände ich durchaus einen interessanten ersten Zielbereich, so muss ja nicht alles auf einmal machen. Und Bonus ist halt alles, was hier so rechts schwarz hervorgehoben ist, noch auf der Unterseite. Ne? Oben raus würde ich sagen, ist so die 550 und die Trendkante so ein bisschen. Das müssen wir mal sagen, der DAX ist in der Vergangenheit jetzt oft sehr hoch und immer wieder höher zurückgekommen, auch als das Sinn gemacht hätte im Sinne einer bärischen Trendfortsetzung, einer negativen, vielleicht weiß auch gar keiner ist, sondern noch ein Korrekturmuster, aber das sehen wir später. Das heißt, ich sag mal, im Extrem kann der sogar bis 6, also wenn er jetzt einfach im System der letzten Tage bleibt, ne, das, was er die ganze Zeit gemacht hat, kann er sogar bis 6,10 hochstochern und von dort dann wieder fallen. Das macht es ein bisschen schwierig, den jetzt hier zu greifen für Short-Positionen im Rücklauf. Der ist einfach Mistvieh, ne, momentan. Ne? Der macht die ganzen Rückläufe immer wieder Kacke. Theoretisch müsste man wirklich die Stops dann über die letzten Hochs legen halt. Ne? Und sagen, okay, alles, was unter 6,50 bleibt, das ist für mich noch abwärts orientiert. Alles, wenn dann das nächste höhere Hoch gesetzt wird, ist wieder raus. Ja, wir haben hier das Gap zu vorgestern. Das hat er ja nicht zubekommen. Das hat er offen gelassen. Das ist auch mal interessant. Das haben nicht viele offene Gaps jetzt hier drin stehen. Das Gap hat er aber offen gelassen, auch wenn es nicht groß ist. Ne? Aber das wäre so ein Punkt, wo ich sage, na, da drüber ist jetzt dann auch erstmal wieder unten raus. Fantasie verflogen, die Schwäche ausgekontert, Chancen nicht genutzt, Fehlausbruch im Dings. Und davor muss man ihm die Leine lassen, halt. Die längere Leine, weil kann ich. Weiß nicht, also würde mich das schwer tun, jetzt hier zu sagen, also 580 Short rein und stopp hier irgendwie dazwischen. Dann macht er die 610 und kommt wieder runter, weil er Spaß dran hat halt. Ne? Also wir haben es auch probiert, einen Short reinzustellen, den hat er uns nicht angenommen. Ne? Den hat er uns kurz vorher weggedrückt, bevor er dann abgesegelt ist. Und das Verhalten sieht man aber jeden Tag, egal ob man was platziert oder nicht halt. Ne? Der macht, egal wo er hier kommt, ne? Das hier. Wie weit ist er zurückkommt? Das ist nicht in den 76er, das ist auch nicht in den 61er. Auch hier wieder. Ne? Bis fast ans Hoch, komplett die Bude wieder zurück. Dann auch hier die Bewegung wieder und auch hier wieder. Das sind ja schon fast 80, 85%, was der immer wieder zurückgelaufen ist. Auch von hier, dann hier das wieder zurück. Das ist auch unheimlich hoch. Ne? Und deswegen würde ich schon sagen, bleibt in dem Muster und bleibt in dem Pattern drinne und arbeitet zum Mittwoch eher nach oben. Ich könnte mir ja gut einen Abwärtsgap vorstellen, aber arbeitet er nach oben, sehen wir das grüne Stundenkerzen und so weiter und so fort, dann bitte hier auch wieder nicht nur die eine Hälfte der Analyse raushören, sondern auf alles achten und dann wirklich danach gucken, was passiert davon am Montag. Und da würde ich sagen, wenn der grün arbeitet, kann er oberhalb von 55 durchaus 5,80, 5,90 und die 6,10 nochmal anlaufen. Das wäre für mich legitim. Danach kann er nochmal fallen und weiter probieren, hier rauszukommen. Auch in die übergeordnete Keilauflösung nochmal reinzugehen. Das ist ja noch offen, das Thema. Ist noch nicht vom Tisch. Ne? Also, da würde ich persönlich ihm einfach ein bisschen mehr Puffer geben. Einfach weil er zu dusselig da unterwegs ist halt. Ne? Der läuft noch nicht in einem schönen Trend. Er hat noch keinen schönen Trend etabliert. Das kann kommen, aber jetzt ist es noch nicht so. Ne? Und deswegen sollte man da nicht zu viel verlangen, dann auch vielleicht. Und dann gleich sagen: Oh, boah, der ist aber heute stark. Ey. Jetzt ist es schon bei 5,80. Dann kommt dann wieder alles aus. Das kann halt auch trügen dann. Ne? Kann das schnell wieder umdrehen, die Kiste. Für mich ist es wirklich über 6,50 da, sage ich dann, gut, das ist stark, alles klar, lass mal sein. Ja, grundsätzlich kann man natürlich auch, wenn er jetzt antreibt nach oben, auch 5,50 rausnimmt, kann man auch kleine Longs probieren, aber ich persönlich würde es mir, glaube ich, klemmen. Ich hätte mehr Interesse daran, hier oben, wenn er wirklich die Stärke beweist, wenn er die Dominanz zeigt, dass er auch wirklich oben raus kann, eher hier die Longs zu suchen. Da mir Position Long raus. Und das ist für mich nach wie vor Entscheidungszone. Das will ich, weiß ich nicht, da will ich nicht zu oft die Finger drin haben, weil da kriegt man öfter auf die Finger, wie wenn man im Trend in die richtige Richtung handelt halt, ne? Weil da ist noch kein Trend, ne? Das ist nur seitwärts. So, und hier unten ist natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Abwärtsgap kommt, das wäre ein richtiges Schmanker, ne? Wenn der hier so, weiß ich, unter 500 rauskommt, das reicht schon vollkommen aus, unter 500 reinkommt oder idealerweise vielleicht sogar unter 480. Sowas, das kann den schön antriggern halt, ne? Das kann schön antriggern und dann sind hier unten die schwarzen, rechts hervorgehobenen Zahlen erreichbar. Ja, und im Zweifel halt sogar nochmal bis darunter. Ne? Das bleibt unverändert. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also sehr spannend auf jeden Fall. Die letzten Wochen war es immer wieder Montag, Dienstag, Mittwoch schwächer. Donnerstag musste man dann schon ein bisschen aufpassen. Ne? Und von daher kann es gut
gut sein, dass der Kerl uns hier zum Mittwoch mal eine richtig schöne, interessante Tageskerze reinsetzt, die dann auch auf Tagessicht interessant wird, weil die durchaus das Potenzial hat, mal richtig fett aus dem Band rauszuschließen. Ja, und dann möchte ich mal sehen, wie sie den dann am Donnerstag wieder rausziehen. Das wird dann so eine Story wie hier. Ja, am 4. Mai hat es auch richtig rausgeschossen. Es war jetzt kein Donnerstag gewesen. Aber so fangen halt auch mal richtige Korrekturbewegungen an. Mit einem fetten Tagesschluss unten aus dem Band raus. Und das Fenster hätte er jetzt zum Mittwoch durchaus da. Ja, das einfach, das muss nicht unter der Kerze sein. Das reicht hier vollkommen hier. Und dann kann er den Rest, der kann er mit per Gaps machen. Ne? Aber da würde sich wirklich ein bisschen Freiraum verschaffen und ein bisschen Platz rausholen. Das soweit die Betrachtung. Sollte er jetzt einen Tagesschluss bringen, nachdem er wirklich Schwäche gezeigt hat. Und er bringt einen Tagesschluss uns jetzt über die 650. Deswegen die 650 ist für mich so jetzt ein bisschen das Maß der Dinge. Ne? Vorher haben wir mal gesagt 670, für mich ist jetzt die 650. Ja, und 710 brauch ich nicht mehr abwarten. Ne? Wenn der 650 sich wieder hochstellt, dann war es 25 gewesen, die Nummer, die er jetzt gemacht hat zum Dienstag. Und dann ist die Schwäche erstmal wieder ausgekontert. Und dann probiert das auch wieder auf der Oberseite. Und dann würde ich sagen, ein Tagesschluss 650 kann man eigentlich auf dem nächsten Tag schon fast blind Richtung 780, 800 handeln. Wahrscheinlich schon. Glaube ich schon. Weil dafür hat er sich zu schön nach unten geschlagen. So viel Dampf auf den roten Kerzen gehabt. Das haben wir die letzten Tage nicht oft gesehen. Ja, das ist so schön. Der hat einfach Dominanz auf roten Kerzen gezeigt. Und für mich öffnet das auf jeden Fall jetzt unten das Potenzial, hier rauszukommen. Es birgt aber natürlich auch das Risiko, wenn das jetzt ausgekontert wird. Na, dann haben die Käufer echt die Hosen an einfach. Na, und dann springt er uns auch direkt gleich durch am nächsten Tag. Dann macht er Donnerstag, Freitag neues Allzeithoch. Ja, wenn er das ausgekontert kriegt. Aber das glaube ich nicht. Also will mich nicht zu sehr festlegen. Ne? Ich soll ja neutral betrachten. Aber wenn ich hier gucke, unter welchen Mustern er jetzt schon unten rausgebrochen ist, liegt das Risiko für mich unten. Gerade. Ja, seit Tagen steht drin unter 670 Abwärtsrisiko, Abwärtstendenz, rote Marktanalyse auf TradingView. Ja, man setzt sich jeden Tag den Knopf auf rot, weil das ist für mich Risiko. Ne? Der ist hier unter dem Keilausbruchsniveau, noch immer drunter. Und er hat es die ganze Zeit das immer wieder nach unten weg verteidigt. Bringt er jetzt einen Abwärtstrend rein, bisschen Dynamik rein, fallende Tiefs, fallende Hochs. Warum nicht? Soll man ein bisschen laufen halt. Ne? Darf nicht sich zu sicher sein. Dafür wurde einfach zu oft ausgekontert die letzten Wochen und auch viel zu hoch zurückgekontert. Aber die Ausgangslage ist eine gute. Ja? Es ist einfach so. Das ist eine gute Ausgangslage jetzt. Wir gucken mal. Hat oft genau das Gegenteil gemacht an solchen Tagen, aber ihr seht das direkt früh. Ihr seht das gleich früh, 8, 9 Uhr, seht ihr ja schon, wie der drauf ist, ob er weiter seine Schwäche ausspielt oder nicht. Und dann kann man sich das einfach raussuchen halt. Ne? Und wenn der dann da oben rumturnt, naja, dann muss er sich erstmal noch nicht short verausgaben. Kommt dann später nochmal bessere Chancen wahrscheinlich. Ne? Gut, ich mache damit jetzt hier das Video zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.